Sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge Konarium. Ich habe mich jetzt wirklich mal im Internet schlau gemacht und ja, wir schauen mal, ob ich damit richtig liege oder derjenige, der das gemacht hat. So. Ja, alles klar. Okay. Aufnehmen. Ja gut, dann haben wir es wohl doch richtig gemacht. Ja, das haben wir. Was haben wir alles im Inventar? Wir behalten mal die Axt, falls wir kämpfen müssen, ne? Ein halb verrostete Metallstange. Ah, hier. Okay. Found it. This mural is depicting the continents in the middle. Jurassic era, I believe. This is marvelous, as well as overwhelming. The light from the device is obviously showing the locations of the ancient Konariums. Yes, it definitely is so, for I've known two of these places from the detailed petroglyphs in the secret halls beneath the Khafre's pyramid. But they all had gone now. Even their ruins had been crumbled under the waves of human cruelty and the merciless time. But this lowermost landmass is what we call Antarctica today. It is most probable that the structure that holds the Konarium is mostly enduring still today. Okay. Interessant, also das ist Pangea. Stimmt, das da unten müsste Südamerika sein, Nordamerika, Europa, Russland, China und sowas. Gut. Und weiter? Wie geht's jetzt weiter? Uah! Nein, ich will nicht rennen. I better leave this place immediately. Scheiße. What? Lass mich in Ruhe! Ah! Was war das? Leck mir den Zimmel, was war denn das? Hilfe! Hui, also,
so mehr so eine Passage gibt, wo ich wegrennen muss, da habe ich keine Lust drauf. So, wo sind wir jetzt? It's stuck. It won't open. It's stuck. Oh, jetzt kommen wir in mein Quartier rein. Fuck, was ist mit mir passiert? What happened to me? This is the price we must pay for our transgressions. The price to be paid for breaking away from the limits of mortal flesh and delving into arcana of consciousness that few have trod. What the hell is going on? You are naive for suppressing our truest aspirations. Such earthly fear of improbability detached you from our absolute purpose. Was? I definitely lost my mind. Ja, den hast du. Alter, wo bin ich jetzt? Schon wieder Blut? Schon wieder Blut? Ernsthaft? Das sieht mir aber aus wie von einem Oktopus, der Tentakel, der bewegt sich. Hier falsch. Hi, wer bist du? Oh God, what has happened to him? Dr. Faust, can you hear me? Are you all right? Yes. I can scarcely hear you. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature. Frank, we've sought to escape from the tedium and limitations of waking reality into beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work? Or was all in vain for us to begin with? I lost my sight and I cannot feel my legs anymore. Our bodies are falling apart under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is failing fast. I have no power within me to resist my downward course now. So you have to move on. There is no other way. Reach the ancient Conarium and shed your
deteriorated skin. Elves consume some of this. It will ease your pain. But eventually you will end up like me. And I have such Dr. Faust! Dr. Faust! Da ist er tot. He is dead. Ja. Und jetzt? Da ist was. Jetzt ist die Frage, wollen wir es einnehmen oder wollen wir es nicht einnehmen? Ja, komm. So, und nun? Boah, schon wieder eine alte Bude. Dr. Faust? Okay. I found it, Frank. I finally found my answers. Under the shifting sands. Wie, das war's schon? Was wäre denn jetzt passiert, wenn ich es nicht eingenommen hätte? Spielergebnis, gesamter Fortschritt 71%. Möchtest du dein Ergebnis speichern? Ja. Ich will nur mal ganz kurz nachgucken, was passiert, wenn wir das Zeug nicht einnehmen. Deswegen geht's noch mal kurz eine Runde weiter. So, hier liegt er. Oh Gott, what has happened to him? Können wir das irgendwie überspringen? Dr. Faust. Can you hear me? Are you all right? Nein, okay, dann müssen wir uns das leider Gottes noch mal antun. Yes. I can scarcely hear you. In der Zeit kann ich mal kurz auf mein Handy lunzen. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature. Frank, we've sought to escape from the tedium and limitations of waking reality into beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work? Or was all in vain for us to begin with? Komm, mach das mal weg jetzt. Ich will wissen, was passiert, wenn wir es nicht einnehmen. My legs anymore. Our bodies are falling apart under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is. Es tut mir leid, dass ihr das euch auch noch mal angucken müsst. Ich würde es gerne überspringen wollen. I have no power within me to resist my downward course now. So you have to move on. There is no other way. Reach the ancient Conarium and shed your deteriorated skin. Elves consume some of this.
It will ease your pain. So, dieses Mal werden wir es nicht einnehmen. And I have such Dr. Faust! Dr. Faust! She's dead! He's dead! Nein, wir nehmen es nicht ein. Wir gehen nämlich weiter. Und ich glaube, die Folge wird vielleicht sogar etwas länger werden, ne? Wobei, nein, wir lassen uns überraschen, was in der nächsten Folge passiert, wenn da hinten schon so ein Lichtstrahl ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben, dann lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.